Ob zum Surfen an den See oder zum Arbeitseinsatz in den Garten. Große, sperrige Gegenstände transportiert man mit einem Dachgepäckträger. Doch mit den herkömmlichen Modellen hatte Tobias Deckert aus dem bayerischen Siegsdorf Probleme. Jedes Mal braucht man auch irgendwie Werkzeug, um es zu montieren. Es passt nur auf manche Autos. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwas Einfacheres geben. Und genau aus dem Grund habe ich dann aufblasbare Dachgepäckträger entwickelt. Und das ist seine Erfindung. Dachgepäckträger, die aus Kunststoff und Luft bestehen. Sie sind leicht, haben ein geringes Packmaß und lassen sich ohne Werkzeug montieren. An der Idee tüftelte er in seiner kleinen Werkstatt. Ja, also das ist einer der ersten Prototypen noch von vor 2 Jahren. Den habe ich auch noch selber genäht. Und da haben wir hier noch Handtücher reingesteckt, so als Puffer zwischen Dach und dem Material. Und das war es dann eigentlich auch schon. Mittlerweile sieht die Erfindung mit dem Namen Shred Rack so aus. Sie besteht aus 2 Polyesterhüllen, die mit hochwertigem luftdichten Kunststoff gefüllt sind. Dank einer mechanischen Raffinesse, die Tobias Deckert entwickelt hat, wird daraus ein Luftkissen. Das Schöne an dem Dachträger ist, wir müssen ihn nicht mit dem Mund aufblasen, sondern hier habe ich einfach ein Jahr lang dran entwickelt und gebastelt. Und den kann man einfach mit der Hand so aufblasen. Und dann bleibt die Luft eh schon drin. Dann klappt man den zu, stopft alles hier rein, wickelt hier ein paar Mal drum. Und dann ist es eigentlich auch schon sehr fest. Mit zur Erfindung gehören diese speziellen Gurte. Damit werden die beiden Luftkissen und das Gepäck am Auto befestigt. Nach dem Aufpumpen legt Tobias Deckert die Kissen, die zusammen weniger als 1 Kilogramm wiegen, aufs Autodach. Das Gepäck kommt oben drauf und wird mit den Spanngurten sicher befestigt. Die Gurte sind beschichtet, dadurch saugen sie sich bei Regen nicht voll. Außerdem schont das den Autolack. Vorteil der Erfindung? Sie ist nicht an einen bestimmten Autotyp gebunden. Wir haben hier zwar eine Reling, aber wir brauchen sie nicht unbedingt. Ich kann also diesen Dachträger wirklich eigentlich auf fast jedem Auto anbringen. Die Hauptvorteile sind einfach das kleine Packmaß, das Gewicht, das geringe, dass ich es überall hin mitnehmen kann. Die Gurte befestigt er an jeder Seite der beiden Luftkissen. Um es ganz sicher zu machen, verbindet er sie durch den Innenraum des Autos miteinander. Noch einmal alles straff ziehen und der aufblasbare Dachträger und das Gepäck sind fest. Fast alles kann mit der Erfindung auf dem Autodach befestigt und transportiert werden. Heute hat sich ein Interessent angekündigt. Vincent reist viel und ist oft mit dem Gepäck auf dem Auto unterwegs. Er will testen, ob die Konstruktion eine Alternative zu herkömmlichen Dachgepäckträgern ist. Seine Erwartung? Er sollte auf jeden Fall leichter sein, viel handlicher und kleiner und nicht so sperrig und groß wie der Standarddachträger. Klein und leicht ist er schon mal. Aber wie geht der Aufbau? Eigentlich ist es in 2 Hände nehmen und dann immer die eine Seite zudrücken, dann pumpst du die Luft rein. Im Handumdrehen sind die beiden Luftkissen aufgeblasen. Jetzt müssen sie noch befestigt werden. Auch das ein Kinderspiel? Es ist super simpel in der Bedienung. Das mit dem Pumpen funktioniert einwandfrei. Man hat gleich das ganze Zeug, was man braucht für die Montage, in einem Sack verpackt. Man kann nichts verlieren. Es ist super durchdacht, das ganze Konzept. Und geht schneller als die Montage des herkömmlichen Dachträgers. So sieht die Erfindung in Aktion aus. Schon wegen des höheren Spritverbrauchs sollte man damit nicht schneller als 120 km pro Stunde fahren. Nach Angaben des Erfinders benötigt der Aufbau keine TÜV-Zertifizierung, weil er nicht fest mit dem Auto verschraubt ist. Allerdings ist laut Straßenverkehrsordnung, wie bei anderen Dachträgern auch, der Fahrer für die Sicherung der Ladung selbst verantwortlich. Wir sind jetzt gerade mitten in der Serienproduktion und Mitte Mai soll es dann auf den Markt kommen.